Ne, Naturin schon wieder dran. Ich habe mir ein neues Zelt gekauft und dieser Zelt, der hat so viel Fett dran. Und wisst ihr, warum dieser Zelt so fett ist? Weil diese Zeltart, die heißt Tarp. Also sprich, das ist nur eine Zeltplane, ohne Stöcker und sowas. Und ich habe noch nie in so einem Tarp geschlafen. Und deswegen werde ich jetzt gleich rausgehen. Na gut, erstmal kurz zur E-Center, aber dann irgendwie ein bisschen weiter zu gelaufen. Irgendwo zum Fluss oder so, mir so eine stille Stelle suchen. Und dann prüfen, wie das wird, wenn ich das hier aufbaue. Ich habe das nämlich noch nie gemacht und ich habe keine Ahnung, wie man das aufbaut. Und deswegen bin ich da ganz gespannt drauf. Von daher jetzt erstmal zur E-Center hinlaufen. Start kommt. So, ich bin draußen. Mein Wagen ist bereits aufgebaut. Und jetzt erstmal zur E-Center hinlaufen. Ich bin jetzt gerade bei diesem E-Center und jetzt werde ich erstmal ein paar Bier kaufen gehen. Ich bin gerade einkaufen gegangen und ich habe mir gerade zwei 6er-Träger Wickhühler gekauft. Ich glaube, für dieses Mal reichen zwei. Genau, und jetzt erstmal darauf ein Bier aufmachen. Gib Prost. Ich habe was im Auge. Und jetzt an der Weser lang laufen und einen guten Platz suchen gehen. Start kommt. Oder nee, doch nicht. Jetzt noch nicht Start kommt, weil mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, Mülltüten zu kaufen. Das heißt, ich werde jetzt nochmal zu diesem E-Center hin reingehen, um da Mülltüten zu kaufen. So, ich habe gerade nachträglich hier eine Packung Mülltüten gekauft. Und jetzt zu dorthin laufen, Start kommt. Ich bin gestartet und ich laufe jetzt gerade auf dieser Weserwehr drauf. Also da wo hier. Also da, wo Wasser runterfällt. Guck mal, ich bin jetzt gerade hier an dieser Stange hier. Kennt ihr diese Stange noch? Da habe ich ja mal das hier gemacht. Genau, das habe ich gemacht. Könnt ihr euch daran erinnern? Ich befinde mich jetzt hier bei dieser Schiffskatapultieranlage. Also dieses Gewässer, wo diese Schiffe hier hochkatapultiert werden. Cool, oder? Und ach ja, ich laufe jetzt heute zum allerersten Mal mit der neuen zweitbilligsten Klappsackkarre von Hornbach. Weil der ist so schön leise. Und wisst ihr auch, warum dieser so leise ist? Weil der hat hier Gummi dran. Und der fährt nicht auf Felge, wie im Gegensatz zu meiner alten Klapserkarre. Und deswegen fährt er so leise. Und weil ihr wisst ja, ihr kennt ja meine alte, zweitbilligste Klapserkarre von Hornbach. Der war die ganze Zeit auf Felge. Und zwar 100% auf Felge, weil dieser ganze Gummi ist ja abgefallen. Prüfen, wie lange dieser Gummi hier hält. Wisst ihr, wo die Sonne ist? Die Sonne, die ist hinter meinem Kopf. Und das heißt, und weil die hinter meinem Kopf ist, heißt das, dass langsam Dämmerung kommt. Also die Sonne geht bald langsam runter. Das heißt, dass bald Dunkle kommt und dass ich vorher mir einen Schlafplatz suchen muss, wo ich meinen Tarp aufbauen kann. Guck mal, hier vorne ist eine voll cool Stelle, wo ich meinen Tarp hinstellen kann. Aber weil hier, also da drüben und da hinten irgendwo, so ein paar einzelne Menschen rumlaufen. Da habe ich keinen Bock drauf, hier den Tarp hinzustellen. Und deswegen weiter zu gelaufen, nach Richtung nach Dahlak. Zu gelaufen nach dorthin, wo ich bald mein Tarp aufbauen kann.
guck mal, ich bin jetzt gerade hier an dieser Autobahnbrücke, wo ich, wenn man diesen Weg runterläuft und dann nach rechts, zweimal drunter gepennt habe. Und wo das ganz laut ist mit diesen ganz vielen Auto- und LKW- und Fahrzeuggeräuschen. Und ich dachte mir, dass ich jetzt vielleicht diesen Weg hier runterlaufe und irgendwo in der Nähe von dieser Autobahnbrücke mein Tarp aufbaue. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. Dass ich da vielleicht irgendwie so einen Platz suche und finde. Guck mal, hier vorne ist diese Brücke, wo ich drunter zweimal gepennt habe und wo das ganz laut darunter ist. Hier vorne ist ein Weg, also da, wo diese ganzen Kaninchen hier rumlaufen. Ich dachte mir, vielleicht hier diesen Weg hier reingehen. Genau, da, wo diese Kaninchen hier rumlaufen. Diesen Weg laufe ich mal durch. Prüfen, wo mich das hinführt. Ob ich hier irgendwie so ein, wie heißt das Ding? Wildcamp-Zeltplatz einen geeigneten Wildcamp-Zeltplatz hier finde, wo ich meinen Tarp aufbauen kann. Guck mal, ich habe hier einen Tarp-Platz gefunden. Ein Wildcamp-Zeltplatz. Direkt hier am Wasser, wo man genau das Wasser hier angucken kann. Und jetzt werde ich gleich diesen Tarp aufbauen. Aber ich habe bisher noch nie einen Tarp aufgebaut, beziehungsweise habe ich auch gar keine Idee, wie man einen Tarp aufbaut. Und ich versuche das über meinen Kopf, wo ganz viele Schrauben runtergefallen sind, zu erdenken, wie ich einen Tarp aufbauen könnte. Und prüfen, wie gleich mein Plan aussieht. Ich muss mir das erstmal erdenken. Aber in dieser Gedenkzeit werde ich erstmal zwischendurch darauf ein Bier trinken. Ich glaube, ich werde diesen hier erstmal auspacken. So, ich habe diesen Tarp gerade zurechtgelegt. So, bei diesem ganz vielen Nachdenken, wie ich das hier aufbauen tue, sind so ein paar tödliche Gehirnzellen bei mir erweckt worden. Und ich habe da eine Idee, wie ich das aufbauen tue. Aber dafür brauche ich erstmal einen Stock. So. Ich habe einen Stock gefunden. Diesen prüfen, ob das damit klappt. Diesen Vollfettstock. So, jetzt zeige ich euch meine Aufbauvariante des Tarps. Von dieser Idee, den ich hier in meinem Kopf, wo ganz viele Tassen runtergefallen sind und zerbrochen sind, das so erdacht habe. Das zeige ich euch jetzt im Zeitraffer. So, ich glaube, ich hab's geschafft. Das ist meine Tarp-Aufbau-Variante, oder wie das heißt. Das war das erste Mal gewesen, dass ich Tarp aufgebaut habe. So, ich habe meine Sachen da reingemacht. Hier Isomatte mit Schlafsack und hier mein Rucksack und so weiter. Gut, ich habe hier noch einen so einen Hering reingemacht.
Ja, genau, Hering heißt das. Hier reingemacht, damit das so ein bisschen nach außen spannt. Aber das sieht gut aus, das sieht ausreichend aus. kann man hier drin genauso rumschlafen. Also gut, dieser Stock, der ist vielleicht 30 cm zu lang. Also nicht 10, nicht 20, sondern ich würde sagen, wenn 30 cm weniger, also kürzer dieses Ding ist, so dass das hier nicht so rumhängt, sondern komplett bis zum Boden geht, also bis hierhin oder so. Dann könnte man das hier mit denen hier auch noch zusammen verschließen, sodass man einen geschlossenen Raum hätte. Aber stört mich für heute Abend jetzt nicht. Genau, dann kann man das hier, wenn man pennt, hier so runter machen. Und dann ist das hier wie so ein Zelt oder so. So ungefähr. Aber wobei mir fällt auf, man könnte ja dieses Ding hier nehmen und das irgendwie so nach außen spannen. Das wäre auch eine Idee. So dass man hier ganz viel Platz hat. Ich glaube, das mache ich gleich sogar. Dass ich das hier nochmal nach draußen außen spanne. Genau, hier. Ach scheiße, ich glaube, das sieht ein bisschen dunkler aus. Genau, falls Regen kommen sollte, dass man viel regengeschützter wäre. Und damit das hier nicht die ganze Zeit in die Fresse landet. gegen das Gesicht streift. Wegen Wind. Deswegen kann man das hier so machen. Oder man könnte das hier auch, wenn hier ein Baum wäre oder so, dann könnte man das hier auch hier auf so einen Baum irgendwie so dran machen, so dass man so ein Dach noch hat. Guck mal, so sieht Tarp aus, wenn man hier so ein Licht hat. Genau. Läuft. Genau, man chillt hier rum. Bei diesen hier, da wo diese ganzen Flüssigkeiten hier so rumschwimmen. Genau. Also dieses Flüssigkeit, was da auf dieser Erde drauf ist. Dieses Blaue da, oder also das, was hier unten ist, was ihr da seht. Das sind diese Flüssigkeiten, die da rumschwimmen und genau da vor diesen Flüssigkeiten da chill ich gerade rum und penne genau mit dem, dass ich da drauf gucke, mit Augen. Ja, guck mal, da ganz hinten, da wo orange leuchtet, das ist andere Flussufer und ihr könnt das, glaube ich, so nicht sehen, aber ich sehe das so. Da macht jemand Feuer. Ein Lagerfeuer. Und da ganz hinten, ich glaube, ihr könnt das jetzt von hier aus überhaupt gar nicht sehen, aber ich sehe das. Da macht auch jemand Lagerfeuer. Hier am Fluss dran. Ich hätte zwar hier vorne gibt es zwar eine bereits angezündete Feuerstelle, worin ich auch Feuer machen könnte. Aber weiß ich gar nicht. Ich hätte jetzt nicht so den Bedarf, danach irgendwie ein Feuer zu machen. So, ich glaube, ich werde mir jetzt etwas zum Essen machen. So, jetzt werde ich diese Epa-Konservendose mit ich glaube Hähnchenstreifen oder so etwas sollte drin sein und ein paar mehr Sachen probieren zu fressen. Ja, ich würde sagen, kann man auf jeden Fall essen. Aber das schmeckt so ein bisschen schichtverbrannt. So ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum.
Natürlich nicht frisch. Und gut. Aber für den heutigen Abend reicht das auf jeden Fall. Und das ist das Wichtigste. Ich werde, glaube ich, so langsam schlafen legen. Jetzt gleich, weil das ist schon irgendwie ungefähr 1 Uhr nachts oder so. Und leichter kommt Müdigkeit. Und deswegen werde ich mich jetzt hier vorne jetzt gleich schlafen legen. Unter meinem zum ersten Mal aufgebauten Tarp. So, ich werde mich so langsam schlafen legen. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Prüfen, wie die Nacht so wird. Guten Morgen, ich bin auferstanden. Gleich Kaffee machen, Zähne waschen, Tarp zusammenbauen und dann irgendwann nach Hause laufen. Ich habe gerade meinen Fummel ausgezogen, weil der D3, der hat zu scheppern. Und bevor ich dann gleich Kaffee trinke und Zähne wasche und mein Tarp zusammenbaue, werde ich das letzte Bier, was ich noch in der Tasche habe, öffnen. Und ich finde es sehr schade, dass ich mich dafür entschieden habe, nur 2 Träger zu kaufen, anstatt wie gewöhnlich 3. Weil ich hätte jetzt auf jeden Fall richtig Bock drauf, hier in dieser wunderschönen Location hier vorne, noch weiterhin mit Bierchen hier rumzusitzen. Genau, hier ist doch mein Tarp. Also ich finde das hier ganz chillig hier zum Rumchillen. Und da habe ich auch irgendwie so ein bisschen meine Ruhe. Außer diese lauten Fahrzeuge, die da oben auf dieser Autobahnbrücke da hinten rumfahren. Also diese Autos und LKWs und noch mehr Fahrzeuge, die so ein bisschen Geräusche machen. Aber sonst, das plätschert hier so ein bisschen. Vielleicht kommt hier hin und wieder mal so ein dreckiger Boot und Schiff vorbei. Das höre ich vielleicht ein paar Geräusche, aber sonst. Sonst bin ich hier ziemlich in Frieden gelassen. Wäre ich viel besser als zu Hause zu sein. Hier, so eine Boote mit die hier Menschen durchs Wasser ziehen. Das fährt hier rum. guck mal, da hinten, da ist voll Fettschiff oder wie das heißt. Also Schiff mit Fett dran. So, ich werde jetzt Kaffee kochen. Guckt euch mal diesen Schwarzwald-Berglandschaft an. Wie das hier rum explodiert und hochkommt und sowas. Das heißt, weil dieser Schwarzwald-Berglandschaft jetzt entstanden ist, kann ich gleich Kaffee trinken. Jetzt Kaffee trinken. Kaffee draußen trinken, das hat was, das ist immer wieder voll cool und so. Und hier vorne ist diese Weser, also da, wo diese ganz vielen tödlichen Krabben und sowas rumschwimmen. In der Mitte von dieser Weser. Ich habe gerade meinen Kaffee ausgetrunken. So, ich habe hier meine Tarp-Innereien rausgemacht. Die liegen jetzt hier rum und ich habe mir gedacht, bevor ich das hier komplett abbaue, dachte ich mir, einen Test zu machen, ob ich so etwas in der Art, also genau diese Konstruktion, diese Tarp-Aufbau-Variante, vielleicht auch mit meinen Dings hier machen kann, damit für den Fall, falls ich dann irgendwann eines Tages mit Tarp unterwegs bin, und ich irgendwie kein Ast finde oder so.
dass man das vielleicht hier drauf machen kann. Auf meinen, auf die zweitbilligste Klapserkarre von Hornbach. Das will ich jetzt einmal ausprobieren. Ja. Das sieht zwar ein bisschen schmal aus, aber das klappt. Dass man das mit der zweitbilligsten Klapserkarre von Hornbach machen kann. Genau, dann kann ich da drinnen so rumschlafen. Und wenn ich Ruhe brauche, dann kann ich das hier so zuklappen. Das ist zwar nicht optimal, aber das funktioniert. Dass man mit der zweitbilligsten Klapserkarre von Hornbach das hier machen kann. Als Alternative für falls ich keinen Stock finde. Also kein Ast. Cool, oder? Läuft. So, ich glaube, ich werde jetzt meinen Tarp zusammenbauen. So, ich habe jetzt meinen Tarp zusammengebaut. Und jetzt werde ich meinen Wagen zusammenbauen. Also das hier, diese ganzen Tarp-Innereien auf den Wagen drauf. Und dann nach Hause gehen, Start kommt. Wobei, bevor ich diese Tarp-Innereien auf diese zweitbilligste Klapserkarre von Hornbach drauf platzieren tue und nach Hause gehe, werde ich, glaube ich, erstmal hier so ein bisschen eine Runde rumschwimmen. Hier, also da, wo die ganzen tödlichen Kram hier rumschwimmen. Genau, ich glaube, das mache ich jetzt. Was schwimmt rum? So, ich habe gerade rumgeschwommen, also hier in diese Flüssigkeiten, also da, wo ganz viele tödliche Krabben und sowas rumschwimmen. Aber ich habe kein Handtuch dabei, deswegen lasse ich mich hier über diese Sonne, die da oben rumscheint. Genau, diese Sonne. Lasse ich mich jetzt so ein bisschen trocknen. Mein Wagen ist fertig gepackt. Und jetzt nach Hause hinlaufen, zurücklaufen, Start kommt. Genau denselben Weg, wie ich hingelaufen bin. Den laufe ich auch wieder zurück jetzt. Diese, keine Ahnung, 5 Kilometer oder was das sein sollen. So ungefähr. Ich laufe jetzt schon wieder hier rum, hier von an diese laute Autobahnbrücke dran vorbei. Und wie ihr wisst, habe ich genau hier vorne in dieser Stelle zweimal rumgepennt. Und das war laut hier drunter. Mit den ganz vielen Autos und LKWs und anderen Fahrzeugen. Das hat genervt. Da war die Nacht heute viel, viel besser. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Mülleimer oder so. Damit ich hier diese versifften Mülltüten hier da reinschmeißen kann. Damit hier weniger Gewichtslast und sowas da vorhanden ist. So, ich habe einen Mülleimer gefunden. Jetzt kann ich diese nervigen Müllsäcke, die ich hier rumgeschoben habe. Genau. Ich habe Müll weggeschmissen. Und jetzt weiter zu gelaufen, bis nach Richtung nach Hause, also nach Dahlak. Guck mal da, Naturschutzgebietsee, mit ganz viele Vöglein dran, die von oben hier runterfallen, auf das Wasser. So, und ich bin auch schon wieder hier an dieser Stelle angelangt, wo ich hier auf dieser Stange hier so gemacht habe. Genau, in dieser Stelle bin ich gerade. Und jetzt bin ich schon wieder an dieser Weserwehr, also da, wo Wasser runterfällt. Und da ganz hinten, da ist Rohr mit Dampf oben drauf. Weil jetzt gerade kommt da kein Dampf, ist kein Dampf oben drauf. Aber sonst ist da immer Dampf oben drauf, auf diesem Rohr. Aber bevor ich nach Hause
Aber bevor ich nach Hause gehe, dachte ich, weil ich gerade Hungergefühl habe und voll Bock auf Döner habe, werde ich anstatt jetzt nach Hause zu gehen, ganz kurz zum Dönerladen hingehen und dann Döner holen und dann nach Hause gehen. Ich glaube, so mache ich das jetzt. Ich bin hier in diesem Dönerladen. Und jetzt werde ich Döner kaufen gehen. Wobei ich habe dieses Mal, will ich diesen Dürum ausprobieren. Und deswegen werde ich jetzt Dürum kaufen gehen und dann nach Hause gehen. Ich habe jetzt Dürum gekauft. Und jetzt gehe ich nach Hause. Und weil ich gleich da bin, würde ich sagen, sieht man sich gleich, wenn ich gleich zu Hause angekommen bin. Bis gleich. So, ich bin schon wieder zu Hause angekommen. Und weil ich in einer Dachgeschosswohnung lebe, und hier diese Fenster zu waren und die Temperaturen hier gerade voll cool sind, habe ich gerade meinen Fummel ausgezogen, damit ich genau so meinen Dürum fressen kann, wie ich das jetzt mache. Genau, und deswegen werde ich jetzt darauf mein Dürum fressen. So, ich habe gerade meinen Dürum aufgegessen, erfolgreich. Und mir ist aufgefallen, dass ich überall voll Sonnenbrand habe. Dass hier überall mein Gesicht hier so rot ist und hier und so weiter. Und das sticht so ein bisschen. Cool, oder? Weil ich mag so ein Wetter, wo das passieren kann. Weil so ein Wetter bedeutet immer gleich, dass ganz viel die drei Schepperungen runterkommen. Deswegen feiere ich das so. Und hier zum Thema Tarp, das war voll cool gewesen, da drin zu pennen. Aber ich glaube, das wird man Wurfzelt nicht zu 100% ersetzen. Aber zumindest ist es eine Wahl habe zwischen Wurfzelt und Tarp. Weil hier, mein Wurfzelt, das ist auf jeden Fall ein Komfortgrund. Also es ist viel komfortabler, da drin zu pennen. Aber dieser Wurfzelt, der ist so fett und der hat so viel Gewicht und sowas, was dieser Tarp nicht hat. Und deswegen, das ist so eine Auswahl zwischen Wurfzelt und Tarp. Also mal werde ich im Wurfzelt pennen, mal werde ich im Tarp drin pennen. Ich glaube, genau so mache ich das. So, fertig ist mein Scheißzelt. Ich habe mit ganz viel Mühen mein Zelt aufgebaut. Yeah! Darauf werde ich gleich erstmal so richtig ein Bier trinken.